Hier ist der Mac and I Podcast, Folge Nummer 42. Und wir dachten uns zu Ostern, wir könnten als Thema ja mal eine runde Sache nehmen. Und Nestersuche im Garten macht ja auch viel mehr Spaß, wenn der U1-Chip im Spiel ist. Ja, jetzt dürften es alle erkannt haben. Die Rede ist von den AirTags. Darüber sprechen wir in dieser Folge. Und darüber spreche ich natürlich nicht alleine, sondern wir haben uns wieder fachkundige Gäste dazu geholt aus der Mac and I Redaktion. 2 Jahre gibt es ja jetzt die AirTags schon. Es war seinerzeit auch im Frühling. Zwischendurch haben wir auch mal wieder von den AirTags gehört. Mal Gutes, mal nicht so Schönes. Ja, und da dachten wir uns, Zeit für einen Blick darauf, wie gut sind die Teile denn wirklich? Welche Hoffnungen haben sich erfüllt? Welche Enttäuschungen gibt es? Diese Fragen können uns Sebastian Trepesch aus der Mac and I Redaktion beantworten. Hallo Sebastian. Und Holger Hallo. Zelder. Hallo Holger. Hi. Mein Name ist Malte Kirchner und natürlich immer im Gespann hier mit Leo Becker. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, zuständig für Easter Eggs bei Mac and I, aber ich habe keinen Artikel gefunden, Leo, der jetzt irgendwie so Easter Eggs aufgegriffen hat. Ja, da muss ich mich wohl mal dran setzen. Aber ich glaube, hier herrscht erstmal AirTag-Verbot an Ostern, damit nicht alles zu schnell gefunden wird. Die Suche ist das Ziel in dem Fall. Ja, wir machen auch erstmal den Sprung in die News, bevor wir uns den AirTags widmen. 2 Themen, die wir spannend fanden jetzt in der letzten Zeit, über die wir kurz diskutieren wollen. Das erste Thema, ja, betrifft einmal mehr das Headset, das Apple ja angeblich planen soll. Es soll ja ein Mixed Reality Headset kommen. Die Gerüchte verdichten sich und jetzt lesen wir von einem internen Meeting, das es gegeben haben soll. Die Top 100 von Apple sind zusammengekommen. In der Frage, ja, sie haben das einmal vorgestellt bekommen, dieses Produkt. Es soll aber da nicht nur Begeisterung gegeben haben, oder Leo? Ja, also es ist halt interessant, dass da Missstimmen nach außen dringen, wenn man so will. Also offensichtlich ist da intern eine Skepsis, die ich durchaus teilen würde, vorhanden. Und wenn bei vorherigen großen Produktstarts auch so eine interne Skepsis vorhanden war, dann haben wir die extern nicht so in diese Form mitbekommen. Man weiß natürlich nie, wer sich dann da nach außen wendet, aber da waren ja durchaus mehrere aktuelle und frühere Apple-Manager ungenannt natürlich zitiert oder Mitarbeiter zitiert. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn es keine Skepsis zu neuen Produkten intern gäbe, wäre auch nicht so gut. Also es ist ja, man sollte ja hoffen, dass da auch intern entsprechend drüber nachgedacht wird, was man denn jetzt damit macht. Aber diese große Frage, ist das ein Produkt, was eben erst danach sucht, was es für einen Zweck hat und was es für eine Lösung für ein Problem bietet, was vielleicht gar nicht existiert. Das ist halt die Frage, die natürlich die ganze Zeit schon im Raum steht und die natürlich Apple erst vielleicht beantwortet, wenn sie es vorstellen. Ich weiß nicht, wie ihr es wahrnehmt, aber wir kommen halt mit diesem VR-Headset nicht weiter, solange wir nicht mal gesehen haben, was Apples Geschichte dazu ist. Also da bleiben wir wohl offen, oder? Sebastian, Headset schon in Zielreichweite. Ich bin noch nicht vom Enthusiasmus da gepackt, muss ich gestehen. Ja, ich glaube, es ist einfach ein ziemlich schwieriges Produkt, ne? Und wir erleben es vielleicht ein bisschen ähnlich noch mit dem Auto, das ja aber schon offizieller auch wegen Zertifizierungen oder eben dann den Praxistest war, dass es halt so ein Thema, das sich ewig hinzieht. Ja, ich bin gespannt, was herauskommt mit der Brille. Zuerst wird es uns ja eh nur am Rande betreffen und wir können mal gucken, was Apple da eigentlich plant, bevor wir das jemals nutzen können, weil es sich ja zuerst mal nur an Entwickler richten wird. Es wird ja da der Vergleich auch gezogen zur Apple Watch, wo gesagt wird, naja, die Apple Watch war jetzt ja auch nicht so ein Ding, wo jeder gleich von überzeugt war und die auch vom Reifegrad her jetzt so bei der Series 0 noch nicht in einem Zustand war, dass das jetzt uneingeschränkt begeisterte. Ist das ein zulässiger Vergleich, Holger, oder meinst du, das ist doch jetzt ein ganz anderes Kaliber? Ich glaube, es ist schon ein bisschen zugespitzter, aber den Vergleich kann man sicherlich ziehen, weil die erste Apple Watch, die ja noch sehr als Lifestyle-Produkt konzipiert war, die unterscheidet sich ja schon deutlich von dem, was man jetzt kaufen kann, die mehr auf Gesundheit ausgerichtet ist. Das Schwierige bei so einem Headset ist eben, dass nicht ganz klar ist, worauf Apple eigentlich hinaus will. Und das, was es jetzt am Markt gibt, ist halt ohnehin sehr speziell. Also da haben sich ja schon andere
Firmen dran eine blutige Nase geholt oder kommen nicht so richtig in die Gänge. Es gibt immer wieder dann Hypes, die kurz aufflammen zu irgendwelchen Headsets, aber es bleibt halt immer noch eine sehr spitze Zielgruppe. Wir werden es sehen. Vielleicht braucht ein Apple-Headset auch ein paar Jahre, um erfolgreich zu werden. Ja, oder also Zeit müssen wir da sicher einräumen. Das ist ja auch okay. Ich meine, auch das iPhone hat ein paar Jahre gebraucht, um zu diesem riesen Überflieger zu werden, der es dann am Schluss geworden ist. Also all diese Produkte brauchen natürlich eine langsame Startphase. Aber ich, also aus meiner Perspektive ist schon so, dass auch die Watch und natürlich iPhone und iPad sowieso sehr klare Problempunkte und gelöst haben und Aufgaben übernommen haben. Und sei es bei der Uhr einfach nur die Uhrzeit anzuzeigen. Also es ist die simpelste Basisfunktion der Uhr ist ja nun einfach mal gegeben gewesen. Da kann man natürlich drüber diskutieren, weil am Anfang das Display immer schwarz wurde und dann manchmal vielleicht auch nicht wieder hell wurde, wenn man sie hochgehalten hat. Aber das haben sie natürlich dann auch im Laufe der Zeit in den Griff bekommen. Aber bei dem Headset, also da ja, viele Fragezeichen bleiben und dann müssen wir uns überraschen lassen, vielleicht ja im Juni schon. Ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung, dass diese ganze Headset-Thematik, die ja nicht nur Apple betrifft, auch angetrieben wurde durch diese Lockdown-Jahre. Dass eben der Use-Case dort viel mehr auf der Hand lag, dass man gesagt hat, virtuelle Treffpunkte zu schaffen, dass man ein menschenähnliches Erlebnis hat, auch wenn man eingesperrt ist. Und dass sich das ja jetzt doch eben auch wieder sehr stark relativiert hat. Und das hat man ja im Jahre 2020, 2021 ja auch nicht vorhergesehen, dass wir jetzt im Jahr 2023 eigentlich, ja, ich finde eigentlich eine vollständige Normalität wiederhergestellt haben. Also das war aus der damaligen Warte ja nun überhaupt nicht zu erwarten, dass das so schnell gehen könnte, auch so uneingeschränkt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so damit reinspielt und das da die Hersteller jetzt vielleicht auf so einem Pfad sind, wo sie überlegen, wie kriegen wir es denn jetzt gerade gebogen, dass wenn dieser Super-Use-Case jetzt nicht mehr so richtig trifft. Aber warten wir es mal ab. Sebastian, Holger, ihr habt auch eine News mitgebracht. Wer von euch mag die denn mal kurz vorstellen? Genau, die News war, dass es ein Tweet von Analysten Ming-Chi Kuo gab, dass ein neues AirPod-Modell aufgetaucht ist. Und zwar AirPods Pro 2 mit einem USB-C-Anschluss am Ladecase. Und genau, also das ist aufgetaucht in der fertigen Version von iOS 16.4, genau. Das zeigt natürlich so ein bisschen wieder, dass Apple weiter Richtung USB-C geht. Es wird auch noch ein bisschen diskutiert, ob das jetzt wirklich ein AirPods Pro Modell, eine neue Generation ist oder nicht. Es muss ja nicht zwingend sein. Das haben wir schon erlebt bei dem MagSafe Case für die AirPods. Das war dann auch einfach da, die neue Lademöglichkeit, und deswegen war es jetzt keine neue Kopfhörergeneration. Also da würde ich auch die Erwartungen nicht zu hoch stecken. Aber es zeigt natürlich, wohin die Reise geht, nämlich dass früher oder später bis hin zu jeder Tastatur von Apple kein Lightning mehr dran sein wird, sondern USB-C. Und einerseits ist es natürlich schön, dass wir dann endlich mit einem Kabel klarkommen. Und egal, auch von anderen Herstellern oder eben das MacBook oder die AirPods, eben alles dann über USB-C laden. Andererseits, da haben wir natürlich diese Grundsatzdiskussion wieder, welcher Ladeanschluss bietet denn eigentlich was und ist alles so gut? Lightning ist natürlich in die Jahre gekommen und nicht mehr so ganz zeitgemäß. Andererseits, also was ich so gehört habe, ich glaube, USB-C ist dann, da haben dann doch mehr Leute irgendwelche Probleme, dass er nicht mehr ordentlich funktioniert. Er ist ein bisschen dicker und auch größer, der Anschluss, als Lightning. Also bin mal gespannt, wie das dann in der Zukunft sein wird, wenn die Geräte vielleicht mal wieder ein bisschen dünner oder kleiner werden. Also da ist es dann schon schwieriger noch, den USB-C-Stecker zu integrieren als vielleicht den Lightning-Stecker. Aber ganz klar geht natürlich der Trend zu USB-C. Ja, also ich meine, ich freue mich auch auf diesen letzten USB-C-Schritt, was das iPhone angeht, und natürlich auch die Accessoires, die jetzt noch fehlen, die Apple Remote, die Siri
Siri Remote hat ja den Schritt schon vollzogen mit dem, mit der neuen Apple TV-Generation, dass da eben auch per USB-C jetzt geladen wird. Also es ist so, immer noch so ein Mischmasch jetzt natürlich da, und Tastaturen und so weiter ist immer noch Lightning. Also die müssen ja auch noch, hat Sebastian schon angesprochen, müssen ja auch noch folgen. Aber Lightning war für damals, für 2012, war Lightning schon ziemlich spektakulär, muss man sagen. Also das war als Schnittstelle von der Kompaktheit und von der Einfachheit und von der Stabilität, auch der langfristigen Stabilität. Also ich meine, man kennt es auch vielleicht, die Lightning-Kabel hatten manchmal so ein Problem, dass so einzelne Kontakte so ein bisschen komisch schwarz geworden sind, und dann haben die auch nicht mehr so zuverlässig funktioniert. Also es gab natürlich bei Lightning auch Sachen, aber insgesamt würde ich sagen, so auch mit dieser 10-Jahres-Erfahrung auf die Schnittstelle, hat ziemlich viel geleistet. Sie hat aber auf der anderen Seite, hat Apple auch nie wirklich mehr dann damit gemacht. Also ich meine, da ist nichts schneller geworden, da ist also so nicht richtig zumindest. Ich weiß nicht, Holger, wie siehst du die Schnittstelle nach 10 Jahren? Da hätte doch eigentlich mehr rausfallen können aus Lightning unterm Strich. Naja, also die ist schon schneller geworden, aber auch nur am iPad. Ja, auch nur am iPad Pro. Also am iPad Pro hattest du Lightning mit USB 3.0. Das iPhone musste aber langfristig kommt immer noch mit USB 2.0 aus. Das hat natürlich auch Gründe, dass du da keine Peripherie anschließt, die dann noch mehr Strom zieht und dann eben den iPhone-Akku noch schneller leer zieht. Das iPad hat ja mehr Reserven in der Hinsicht. Aber ja, natürlich, das hätte auch schneller werden können. Gleichzeitig gab es ja auch noch Bestrebungen von anderen Herstellern, sich dann irgendwo auf einen Einschluss zu einigen. Und auch getrieben von der EU und so weiter und so fort. Also es gab ja sonst keinen anderen Hersteller, der Lightning eingesetzt hat. Und wenn du als Drittanbieter Zubehör für ein iPhone produzieren wolltest, dann musstest du ja auch eine Lizenz nehmen. Das heißt, war dann vielleicht auch nicht so die Gegenliebe von anderen Herstellern. Ja, wobei wir ja jetzt die Gerüchte schon wieder haben, dass das bei USB-C zumindest in Richtung auf Schnellladen beim iPhone 15 und später dann ja auch nicht allzu viel anders werden könnte. Also dass auch Apple hier sagt, ja, dann bitte mal unser Made-for-iPhone-Lizenzprogramm beitreten, um halt volle Kabel mit voller Geschwindigkeit. Netzteile fände ich irre, wenn sie da eine Zertifizierung anbieten. Also wenn du nicht die normale USB-PD-Power-Delivery-Spezifikation, wenn die nicht unterstützt werden sollte in sinnvoller Form. Beim Kabel kannst du ja noch irgendwo argumentieren, ja, die müssen halt zertifiziert sein, weil damit Sicherheit und auf keinen Fall jemand einen Stromschlag bekommt und alles halt in geordneten Bahnen verläuft. Aber mit den Netzteilen fände ich es sehr schwierig, wenn sie da versuchen, auch noch ihre Finger drauf zu bekommen und zu sagen, nee, bitte nur Apple-Netzteile kaufen oder nur von uns zertifizierte Netzteile kaufen. Also ich bin sehr neugierig, wie das im Detail sein wird. Ich meine, du wirst sie schon mit einem normalen USB-C-Kabel aus der Krabbelkiste wirst du die schon laden können. Die Frage ist halt nur, wie schnell du sie laden kannst, ne? Das wird sicherlich gehen, aber ist ja auch die Frage, ob Apple USB-C dann eben mit allen Spielarten unterstützen wird oder nicht. Man sieht es ja jetzt schon an dem normalen iPad, dass es eben doch nur das langsame USB 2.0 ist. Auch die Kabel, die Apple beilegt, sind ja nicht wirklich hochwertig beim iPad und beim MacBook. Also es gibt ja deutlich bessere Kabel, die auch mehr Geschwindigkeit unterstützen. Und das Kabel, was mitgeliefert wird, ist eben auch nur ein langsames. Nee, Laden tut schnell, aber überträgt Daten nur langsam. Also. Ja, gerade bei den MacBooks ist es ja eigentlich ein Desaster, dass da kein anständiges, datenfähiges Kabel dabei ist, weil Leute da ja ständig in das Problem reinrennen. So USB-C-Kabel, klar, habe ich, habe halt mein Ladekabel und dann stecke ich halt irgendwie zwei Macs mit dem Kabel zusammen und dann passiert halt nicht viel, wenn überhaupt. Und das ist eine super frustrierende Geschichte eigentlich. Und also es ist ja nicht so, als wäre das Kabel irgendwie, ich meine, das kommt mit dem Computer dazu, aber das ist ja nicht geschenkt. Also Apple ruft ja für das Basiskabel auch schon, weiß gar nicht, was das kostet bei Apple, aber der Preis wird ordentlich sein. Wobei es hat manchmal auch den Anschein, als wenn Apple schon länger eigentlich darauf hingearbeitet hat, irgendwann auf USB-C umzusteigen, oder? Also es wird ja mal unterstellt, Apple wollte das aussitzen und es brauchte erst die EU, die das angestoßen hat. Ich habe manchmal den Eindruck, sie wollten einfach Micro-USB verhindern, damals mit Lightning, dass ihnen dieses Schicksal blüht mit allem, was dazugehört. Das haben sie erfolgreich hinbekommen, aber dass sie über all die Jahre keinerlei Weiterentwicklung mehr gemacht haben von diesem Lightning-Anschluss, das wirkte schon so fast ein wenig abwartend nach dem Motto, lohnt sich das denn eigentlich noch? So kommt da nicht sowieso etwas anderes?
Zumal ja zumindest, ich weiß gar nicht, wie sehr das bestätigt ist, Holger, vielleicht weißt du das, aber das Apple hatte ja bei USB-C in der Spezifikation ja durchaus auch seine Finger drin. Also die ist ja nicht aus luftleeren Raum entstanden und Apple ist da ja auch Teil des Konsortiums und ist bei der Entwicklung auf jeden Fall aktiv beteiligt gewesen. Ich glaube, so viel können wir so oder so sagen. Wie viel jetzt von Apple in USB-C drin steckt, sei mal dahingestellt. Aber also insofern denke ich, und wir haben es ja gesehen, ich meine, sie haben 2016 bei den ersten MacBooks einfach radikal alles nur noch USB-C. Ich meine, das gab großen Aufschrei damals, nicht zu Unrecht, und wurde ja inzwischen auch wieder zurückgerudert, was die Schnittstellen angeht. Aber diese Idee dieser einen universellen Schnittstelle ist natürlich eine tolle Idee. Leider ist sie in der Praxis schwierig. Weil ich sagen muss, beim MacBook hat es mich eigentlich überhaupt nicht gestört. Also da fand ich es immer charmant, dass ich mir dann einen günstigen Adapter kaufen konnte und eben nicht die Apple Tags bezahlen musste. Und dann eben die gängigsten Anschlüsse hatte. Also es musste ja auch nicht immer Thunderbolt sein, was schneller und teurer, aber auch viel teurer ist. Apple hat es ja auch nun nicht konsequent verfolgt. Also wenn man sieht, dass im letzten Jahr die Fernbedienung vom Apple TV auf USB-C switcht und die AirPods Pro 2, die ja letztes Jahr rauskamen, dann noch mit Lightning kamen, es ist auch so nicht Fleisch und nicht Fisch. Ich muss auch sagen, ich finde jetzt das gar nicht so tragisch, wenn es zertifizierte Produkte geben müsste, weil man zumindest auf dem Low-Level ja trotzdem die anderen Produkte nutzen kann. Und ich muss sagen, ich habe aktuell an meinem MacBook immer ein USB-Typ A auf C Kabel, das dann am Netzteil befestigt ist, und das lädt mit maximal 15 Watt. Das ist natürlich nicht dazu geeignet, um die Batterie schnell aufzuladen, aber es schont den Akku, weil es eben langsam lädt, und dann nehme ich das sogar noch als Vorteil raus und nutze das Power-Netzteil von Apple nur ganz selten. Da würde ich einfach mal die Gelegenheit ergreifen und dass wir übergehen zum, ja, gewisserweise nächsten mobilen Thema, nämlich unserem Hauptthema. Es geht um die AirTags. 2 Jahre ist es her, dass Apple die vorgestellt hat. Und ja, meine erste Frage an euch, Sebastian, Holger, wäre, nutzt ihr die denn eigentlich noch? Und wenn ja, wofür? Fangen wir mal mit Sebastian an. Ich nutze die aktiv zum Glück sehr selten, passiv schon stark. Also ich habe sie an meinen beiden Schlüsseln dran, an den beiden Fahrrädern, und wenn ich verreise, dann packe ich eigentlich einen dann immer noch auch in Rucksack rein. Das ist dann einmal recht praktisch natürlich, wenn er irgendwie verloren geht oder vielleicht von jemand anders aus Versehen mitgenommen wird. Also auch ganz praktisch beim Auschecken irgendwie von der Fähre oder vom am Flughafen am Gepäckband, um zu gucken, ja, ist denn der Rucksack schon in Reichweite oder nicht. Holger, wie ist das bei dir? Also ich habe einen AirTag am Schlüsselbund, weil ich den konsequent verliere und immer irgendwo suche. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich einen AirTag habe, auch mit genauer Suche, weil letztlich ist der AirTag doch immer irgendwo in der Tasche, aber irgendwo im hintersten Fach, wo ich nie nachschaue. Und am Fahrrad habe ich auch einen. Und den zum Glück noch nicht gebraucht. Ja, man muss schon sagen, dass die genaue Suche über den Ultra-Breitband-Chip, vorausgesetzt man hat halt ein iPhone, das diesen U1-Chip auch drin hat, dass diese genaue Suche schon der eigentliche Clou dann nochmal der AirTags ist. Es ist zwar toll, die natürlich draußen irgendwo orten zu können, die AirTags über das Wo-Ist-Netzwerk, dazu kommen wir dann später noch, aber diese genaue Ortung, die ist ja relativ, in der Form relativ einmalig, und sie funktioniert, also zumindest aus meiner Erfahrung, funktioniert sie extrem gut, und man, gerade so diese kleinen Details, ja, der Schlüssel steckt halt wirklich in der hintersten Tasche von einem Rucksack, oder er ist halt hinter ein Sideboard gefallen oder solche Sachen. Wenn du nur mit der normalen Bluetooth-Verbindung so, ja, der Schlüssel ist hier irgendwo in einem um dich herum, dann kommst du ja da oft auch nicht weiter und musst trotzdem noch suchen. Und mit diesem U1-Chip bist du tatsächlich relativ nah daran, fast gar nicht mehr suchen zu müssen, weil du das iPhone ja praktisch in Zentimeter Reichweite in sehr nahen Abstand dran bekommst. Und das ist schon hilfreich, muss ich sagen. Vielleicht rufen wir uns erstmal in Erinnerung, wie genau die AirTags denn eigentlich funktionieren. Jetzt hat Leo ja schon so ein kleines Preview gegeben auf die U1-Funktion, aber wie genau verrichten die denn eigentlich ihren Dienst?
Also da gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, um ein AirTag, das zum Beispiel am Schlüsselbund befestigt ist, wieder zu finden. Einmal wie bei einem stinknormalen billigen Bluetooth-Schlüsselfinder kann ich über die Whoist-App auf dem iPhone einen Ton ausgeben und dann piepst das AirTag und dann kann ich danach Gehör gehen. Das funktioniert in Bluetooth-Reichweite, also so 40 Meter im Optimalfall, in der Praxis meistens deutlich weit, deutlich weniger weit, vielleicht 20 Meter. Hängt halt davon ab, wie viel Störelemente dazwischen sind. Dann die zweite Möglichkeit, das ist das, was Leo jetzt schon gerade vorgestellt hat, die sogenannte genaue Suche. Das ist auch über die Whoist-App auf dem iPhone, dass ich mir so wie bei einer Navigation, Turn-by-Turn-Navigation, über Pfeile anzeigen lasse, in welche Richtung ich gehen muss oder in welcher Richtung das AirTag liegt und wie viel Meter es noch entfernt ist. Noch 4 Meter, noch 3 Meter, noch 1 Meter. Das ist zum Beispiel praktisch, wenn es jetzt irgendwie hinter das Sofakissen fällt, wo ich dann auch den Ton nicht hören würde. Und das wird eben über den U1-Chip realisiert. Den gibt es ab iPhone 11, nicht aber im SE. Also man braucht da schon ein aktuelles iPhone und funktioniert auf deutlich kürzere Distanzen, also ein paar Meter. Aber kann eben da besonders praktisch sein. Und das Dritte, das ist das, was eigentlich so raffiniert an den AirTags bezeichnet wird, ist über das Whoist-Netz. Und zwar sendet jedes AirTag immer eine Kennung aus und iPhones, also sowohl mein eigenes als auch andere iPhones, die in der Nähe sind, die nehmen diese Kennung auf und geben die weiter ins Whoist-Netz. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo mein Schlüssel verliere und nicht mehr selber in Reichweite bin, dann und jemand geht mit einem iPhone daran vorbei, dann sendet sein iPhone diese Position in das Whoist-Netz und ich sehe auf meinem iPhone dann, wann, wo das AirTag zuletzt gesehen wurde. Also da steht dann zum Beispiel vor 6 Minuten da und dort in der Straße und die Karte zeigt es mir an. Das ist sehr praktisch, wenn ich jetzt zum Beispiel vom Baumarkt auf dem riesigen Parkplatz irgendwo meinen Schlüssel verliere. Es funktioniert natürlich schlecht, wenn ich irgendwo auf einem Wanderweg, wo einmal am Tag jemand vorbeigeht, welchen da verliere und dann niemand die Position da weitergibt. Da kann es dann höchstens sein, dass eben mein eigenes iPhone weiß, wo zuletzt es das AirTag gesehen hat, aber es wird nicht durch andere vorübergehende iPhones aktualisiert. Jetzt haben wir ja nach 2 Jahren den großen Vorteil, dass wir eine Frage definitiv beantworten können, nämlich die nach der Batterielaufzeit. Das war ja so ganz am Anfang die große spannende Frage. Da sind CR2032 Batterien drin, die muss man nachkaufen und wie lange halten die dann wohl in Wirklichkeit? Welche Erfahrung habt ihr gemacht? Ihr seid ja jetzt alle, wie ich das mitbekommen habe, Intensivnutzer der AirTags. Also wir haben nach dem ersten Jahr, habe ich mal rumgefragt in der Redaktion, wir hatten da 14 AirTags insgesamt im Einsatz. Apple gibt offiziell die Laufzeit mit 1 Jahr an und es waren noch 13 in Betrieb und haben dann auch größtenteils noch 1, 2, 3 Monate länger gehalten. Also das ist im Durchschnitt, glaube ich, also zumindest was es ich jetzt auch von meinen weiß, deutlich über 1 Jahr, dass so eine Knopfzelle reicht. Wie ist es bei euch? Ich probiere es beharrlich aus und meine tatsächlich, also die auch noch aus dem April 2021 stammen, die laufen immer noch mit ihrer ersten, mit der mitgelieferten Knopfzelle, also jetzt nach ziemlich genau 2 Jahren. Natürlich zeigen die schon ziemlich lang diese Hilfe, meine Batterie muss gewechselt werden, Mahnung an, aber ich habe mich einfach geweigert, das zu tun. Und sie laufen halt bis jetzt weiter. Es ist ja so, dass Apple so ein bisschen Energiesparmaßnahmen nochmal macht, wenn diese Batteriewarnung kommt. Ich glaube, dieses Durchrotieren des Keys wird verringert. So, das glaube ich, es kommt eine kleine Warnung auch so, Achtung, das kann irgendwie Datenschutzproblem sein, weil theoretisch jemand in der Lage wäre, besser diesen einzelnen AirTag nachzuverfolgen, weil die Kennung sich halt nicht so oft
ändert, also wer das gezielt darauf anlegt. Also das sollte man vielleicht auch in seinem Kopf berücksichtigen, wenn man da in diesem Gefahrszenario drinsteckt, dass wir, auf das wir später auch noch kommen, dass wenn diese Batteriewarnung angezeigt wird, eben der AirTag in so ein bisschen runtergefahrenen Modus gesetzt wird oder sich selbst setzt und damit halt vielleicht etwas besser trackbar ist extern, weil sonst rotiert er ja regelmäßig 15 Minuten oder was der Takt ist, rotiert er ja den Key durch, sodass man theoretisch sehr schwierig nur einen einzelnen AirTag wirklich den Standort nachverfolgen kann über einen längeren Zeitraum. Ja, also, aber insofern, ich warte, bis die Batterie leer läuft und sie alle so, ich glaube, drei oder vier sind jetzt bei mir immer noch auf der ersten Batterie im Einsatz und ich benutze die durchaus. Also ich orte die und manchmal piepsen sie wahrscheinlich auch. Also die sind schon in Bewegung auch. Also ich glaube, ja, je mehr sie am eigenen iPhone hängen, desto weniger Akku dürften sie ja oder Batterie dürften sie verbrauchen, weil solange der Kontakt da ist, sobald sie dann denken, jetzt bin ich verloren, jetzt bin ich getrennt von meinem Gerät, dann ist der AirTag im Alarm, in Alarmzustand und will sozusagen aktiver auf sich ja aufmerksam machen und dann greifen auch die ganzen Schutzfunktionen, dass halt irgendwann anfängt zu piepsen und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die nicht passieren, solange, wenn du den an deinem eigenen Schlüsselbund hast und den halt jeden Tag mit dir rumträgst, dann ist der ja immer in Reichweite vom iPhone. Also ich höre so ein bisschen raus, Leo, du bist so der Draufgänger, der beim neuen Auto erstmal guckt, wie lange die Reserveleuchte dann funktioniert. Ja gut, das ist nochmal eine andere Liga, aber ich glaube, bei den AirTags kann man es mit relativ wenig Nebenwirkungen durchziehen. Da brauche ich keinen ADAC, der kommt und mich abschleppt. Ja, es sei denn, der Rucksack ist weg und dann ist ausgerechnet die Batterie alle. Dann ist das Experiment schiefgelaufen. Ja, wir haben jetzt ja festgestellt, also zumindest hier bei uns sind die AirTags, ich habe die auch im Einsatz, ziemlich wohl gelitten. Aber interessant ist ja auch, als das 21 vorgestellt wurde, es ist ja ziemlich lange auch spekuliert worden, dass Apple sowas rausbringen könnte. Dann kamen sie plötzlich und es ist ja eher so auf den ersten Blick ein Nischenprodukt. Apple ist ja nun mit dem iPhone und anderen Produkten eher dann auf die Breite ausgelegt. Was ist denn euer Eindruck? Sind die AirTags auch so wirklich in der Breite angekommen? Ist das so, ja, habt ihr den Eindruck, so fast jeder hat die und nimmt die, kauft die mal, wenn sie ihm über den Weg laufen? Also ich muss gestehen, von anderen Leuten, jetzt nicht aus dem Apple-Umfeld, die ich jetzt hier mit euch im Büro oder sowas kenne, habe ich die fast noch nie gesehen. Also nur bei ganz wenigen Leuten. Allerdings bei den Apple-Fans oder die halt die Produkte gerne auch nutzen, die haben dafür umso mehr und sich dann auch gerne nochmal nachgekauft. Also das ist schon wirklich ein praktisches Produkt, auch wenn es ja mittlerweile durch Apple und durch Negativschlagzeilen, durch Stalking, kommen wir wahrscheinlich auch noch dazu, eingeschränkt wurde, die Funktionalität für manche Bereiche. Es ist einfach doch noch ein ziemlich raffiniertes Produkt und auch ja nicht so teuer für ein Apple-Produkt. Kostet so rund 30 Euro. Ja, und interessant war ja seinerzeit auch, dass Apple das ja noch flankiert hat mit Dutzenden Zubehörprodukten, also so Anhänger, die sehr schmuck sind. Wobei ich mich da mal gefragt habe, wenn ich das jetzt dran mache, um eben zu vermeiden, dass mir denn jemand wegnimmt, ob das denn jetzt die beste Idee ist, das so plakativ raushängen zu lassen, dass ich so ein AirTag habe. Ja. Ja, vor allem, wenn der AirTag-Anhänger teurer ist als der gesamte Koffer mit Inhalt, wenn du irgend so ein Hermes-Leder-Täschchen dir da dran gehängt hast. Also über das musste ich auch immer sehr viel und sehr lange lachen. Aber dafür wird offensichtlich auch eine Nachfrage bestehen. Insofern, Apple macht das ja sehr clever, dass sie da Sachen natürlich, also praktisch Accessoires ans Accessoire knüpfen. Und sie haben ja mit der Konstruktion des AirTags einfach verhindert, dass das Objekt selbst halt sinnvoll sich an den Schlüsselbund hängen lässt. Außer du fängst an, mit der Bohrmaschine da gezielt zu agieren und damit brauchst du praktisch, ich meine, natürlich kannst du den Rucksack schmeißen und den Koffer, aber Schlüsselbund-Szenario ist halt unmöglich, ohne eine zusätzliche Form der Befestigung sich halt zu kaufen. Preisklebepistolen. Ja, naja, direkt an den Schlüssel. Also wenn du sagst Rucksack und Koffer, es gibt ja auch den Use Case, das mit ins Flugzeug zu nehmen und manche Fluggesellschaften waren ja anfangs eher skeptisch oder sind wieder davon
haben davon abgeraten, diese AirTags mitzunehmen. Und deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so doof, die plakativ am Rucksack oder am Koffer zu befestigen, dass man eben sieht, aha, da sind die. Und wenn das Personal sagt, der darf nicht mitfliegen, dann kann man den eben schnell abbauen. Ja, Stichwort Integration in das Wo-Ist-Netzwerk. Es ist ja seinerzeit so gewesen, dass Apple das dann auch flankiert hat mit großen Plänen, das Wo-Ist-Netzwerk ja nicht nur mit den eigenen AirTags und anderen Produkten zu beleben, sondern eben auch Dritthersteller mit ins Boot zu nehmen. Ich erinnere mich da einerseits an einen Tracker, den sie auch vorgestellt haben von einem anderen Hersteller, und an ein Fahrrad, an ein E-Bike, was ja auch das integriert hat. Was ist eigentlich daraus geworden? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, es ist mehr oder weniger dabei geblieben, oder? Oder sind da noch viel mehr auf diesen... Da kam schon noch ein bisschen was, aber längst nicht so viel, wie man glauben wollte. Also einer der ersten Tracker kam ja von Chipolo, der One Spot, glaube ich, oder nur Chipolo One, der letztlich fast das Gleiche macht wie ein AirTag, nur eben nicht diese genaue Suche unterstützt. Sprich, der wird über Bluetooth mit einem eigenen und mit einem iOS-Gerät gekoppelt und klingt sich dann ins Wo-Ist-Netzwerk ein und kann dann darüber auch aufgefunden werden. Der hat eben nur nicht diese Nahbereichssuche. Und inzwischen gibt es da auch noch eine Handvoll andere Tracker. Ich glaube von Eufy, einer Tochter von Anker. Sogar Pearl hat so einen Tracker. Und es gibt auch welche von chinesischen Firmen. Also ein paar Tracker, die so um die 20 Euro kosten, also ein bisschen günstiger auch nur sind als ein AirTag, gibt es inzwischen schon. Aber es gibt auch so ein paar kuriose Geschichten. Der E-Bike-Hersteller OneMove, der hat Fahrräder mit diesem Wo-Ist-Netzwerk oder Wo-Ist-kompatibel gemacht. Die kann man darüber auch orten. Es gibt Rucksäcke von ein paar Herstellern, die ein Bluetooth-Modul eingebaut haben und irgendeine Batterie, mit dem man die dann auch orten kann. Und der Hersteller Ember, der Kaffeebecher mit Bluetooth herstellt oder Kaffeetassen, der hat angekündigt für dieses Jahr einen solchen Becher mit Find My zu verkaufen. Das wurde, glaube ich, bei der CES angekündigt. Ist aber noch nicht erhältlich, soweit ich weiß. Also es ist schon was im Gange, aber ja, ist das denn tatsächlich jetzt im Vergleich zu den Apple-Produkten eine nennenswerte Größe oder ist es am Ende doch eher auf Apple zugeschnitten, dieses ganze Netzwerk? Es ist schon eher auf Apple zugeschnitten, würde ich sagen. Es sind ja nicht nur die AirTags, die das nutzen, sondern eben auch die iPhones, AirPods, Macs. Also sämtliche iOS, macOS-Geräte, die man darüber orten kann, wo das dann nicht nur eine Ortungsfunktion ist, sondern auch eine Form von Diebstahlschutz vor allen Dingen. Dass man bei Verlust ein Gerät auch sperren kann. Aber so als Zubehör, wir öffnen jetzt Wo-Ist-Netzwerk für alle Hersteller, so einfach ist es ja nicht, denn es gibt ja auch gewisse Lizenzbedingungen, in denen die Hersteller agieren müssen. Und natürlich ist auch der Preispunkt relativ schwierig, weil so einen Tracker herzustellen, mit dem sich Geld verdienen lässt, der dann eben die Apple-Server nutzt und nach Möglichkeit nicht viel teurer sein darf als ein AirTag, da muss noch ein bisschen Marge übrig bleiben, ist vielleicht auch nicht so leicht, wenn der AirTag für ein Apple-Produkt sehr günstig ist. Es ist eigentlich sehr kurios, dass Apple das für die eigenen Produkte, wie jetzt MacBook, als Diebstahlschutz hernimmt und die AirTags aber speziell verkauft werden mit dem Hinweis, es ist nicht als Diebstahlschutz geeignet und das verhindern ja auch die Warnfunktion. Also ja, kurios. Ja, es ist, ich glaube, da sind, also es ist natürlich, man natürlich ist auch schwieriger, jemanden mit einem MacBook Pro zu tracken, als natürlich mit den AirTags, ist klar, aber natürlich ja, klar. ist da eine komische Dissonanz drin in der Vermarktung. Und sie haben natürlich bei den AirTags ist Apple sehr klar gewesen, dass sie da auf dieses Stalking-Problem stoßen. Das war ihnen, glaube ich, von vornherein klar. Das haben sie schon bei der Veröffentlichung auch angekündigt. Es gab ja auch das Gerücht, dass sie überhaupt erst das Produkt so spät dann, das wurde ja Ewigkeiten gerüchtet, also das kam ja wahrscheinlich ein Jahr oder länger später auf den Markt als vermutlich ursprünglich geplant. Da waren nicht auch schon, das war glaube ich auch schon in irgendwelchen Anleitungen aufgetaucht und so, wo der Name schon mal draus gefallen ist. Und man hat halt gemerkt, es hat halt gedauert und gedauert. Auch, dass sie dann dieses ihr Wo-Ist-Netzwerk für Dritte halt geöffnet haben, für Dritthersteller, ist ja auch schon so ein, sagen wir mal, vorsorglicher Schritt gewesen, weil sie wussten, sie grätschen da natürlich in den Markt rein und in Drittherstellern fahren
fahren sie da vor den Karren, die sowieso schon zu dem Zeitpunkt relativ angesäuert waren und sich über Apple beschwert haben, weil halt die verschiedene Standortverortungsfunktionen in iOS geändert wurden, sodass ein Tracker von einem Dritthersteller plötzlich das Problem hatte, ich muss irgendwie den Nutzer dazu bekommen, dass er mir halt immer Standortzugriff gibt. Und viele Nutzer sagen zu Recht, ich will halt nicht der App immer Standortzugriff geben, aber dann haben halt, das war vor allem Teil, war das Problem, also der Herstellerteil, die ja auch seit schon viel länger solche kleinen Tracker, genau, Sebastian hält einen ins Bild, auch so kleine Tracker mit, anfangs hatten die, glaube ich, noch ein, hatten die nicht anfangs sogar noch eine unaustauschbare Batterie in den ersten Teilgenerationen? Das war noch relativ unglücklich. Die waren wirklich Wegwerfprodukte ursprünglich. Zwar weiß nicht, ob die auch so ein Kickstarter-Projekt waren oder wo die ursprünglich herkamen. Und die haben das dann natürlich auch verbessert, aber die sind da sehr stark halt mit Apple aneinander geraten und haben da auch sehr laut Stunk gemacht, so laut sie halt irgendwie konnten in Richtung Regulierungsbehörden. Und da musste Apple offensichtlich auch schon frühzeitig drauf reagieren, bevor sie überhaupt ihre eigenen AirTags auf den Markt gebracht haben und halt gesagt haben, ja okay, wir öffnen halt das AirTag, das Wo-Ist-Netzwerk für Dritte unter halt auch der Bedingung, dass du als Dritthersteller, wenn du Teil bist, du kannst zwar in das Wo-Ist-Netzwerk, aber du kannst halt nicht parallel dein eigenes Netzwerk verwenden für die Ortung und Apples Wo-Ist-Netzwerk, sondern du musst dich halt entscheiden. Das waren zumindest ursprünglich offensichtlich die Bedingungen. Ich weiß nicht, ob sie die inzwischen nochmal abgeschwächt haben und das, ja, macht's halt, also ich meine, Teil ist dann da halt auch nicht groß drauf angesprungen, weil die wollten natürlich da ihr eigenen Kram dran binden und dann kannst du natürlich, kann man drüber auch auf der anderen Seite diskutieren, was ist halt der datenschutzfreundlichere Weg und also Gedanken hat sich Apple definitiv gemacht bei den AirTags und auch in Hinblick auf Stalking. Ich meine, Sebastian, du hast es ja auch sehr genau verfolgt, die Stalking-Geschichte und hast ja dann auch im letzten Jahr nochmal einen Artikel, nach dem ersten Jahr AirTag nochmal einen ausführlichen Artikel geschrieben, was da an Verbesserungen integriert wurde. Kannst du nochmal so ein bisschen skizzieren, wie jetzt AirTags aufmerksam machen, wenn sie getrennt sind vom Gerät des Besitzers und was Apple da unternommen hat? Genau, also das Stalking-Problem ist eben, dass jemand einfach unbemerkt jemand so ein AirTag unterschieben kann und dann nachgucken kann, wohin geht die Person. Ne? Also da wurden auch Fälle bekannt, dann vor allem aus den USA, da ist anscheinend die Polizei auskunftsfreudiger, dass das auch wirklich so passiert ist, auch Prominenten. Und Apple hat da von Anfang an Sicherheitsmaßnahmen integriert. Also es war so, glaube ich, dass ursprünglich ein AirTag sich nach 3 Tagen, dass es nicht mehr verbunden war mit dem iPhone des Besitzers, dass es sich dann gemeldet hat durch Piepsen und auch auf fremden iPhones. Also wenn jetzt der gestalkt wird, ein iPhone hat, dass es da dann eine Warnmeldung gab. Eine Android-App kam dazu dann auch noch heraus. Die mussten aber zumindest früher dann wirklich aktiv danach suchen, ob ein AirTag in der Nähe ist. Und nachdem es dann weiterhin ziemlich viele Negativberichte gab, hat Apple diese Zeiträume noch verkürzt. Und nach einem Jahr waren es dann schon nur noch 8 bis 24 Stunden, dass sich ein AirTag bemerkbar macht, wenn es nicht mehr mit dem Besitzer iPhone verbunden ist, aber bewegt wird. Also klar, wenn es irgendwo in der Wohnung rumliegt, der Schlüssel, dann soll das ja nicht nach 8 Stunden zu piepsen anfangen. Aber durch einen Bewegungssensor erkennt das AirTag dann eben noch, okay, ich bewege mich mit einer Person fort und piepst dann oder meldet sich dann auf dem iPhone. Und Apple gibt da keine konkreten Angaben an, wann was auftritt. Ich glaube, das soll auch noch so ein bisschen, also möchte nicht zu klar machen, auch jemand, der das ausnutzen will, das Prinzip, dass man weiß, okay, es piepst nach so und so viel Stunden ganz genau. Das heißt, da muss ich irgendwie dann dagegen steuern oder so, sondern hält es so ein bisschen vage mit den ab 8 Stunden, dass ich sich dann rühren kann. Dann, ich glaube, es gibt noch was, jetzt habe ich jetzt gerade vergessen. Ja, das Piepsen ist ja das Basisproblem auch, dass natürlich das
durchaus sehr leise sein kann. Also ich glaube, das kennen wir auch alle. Natürlich, wenn der AirTag irgendwo offen liegt, dann hört man den natürlich schon. Ich meine, meine Ohren sind nicht gut insofern. Okay, aber wenn der halt in der Tasche oder im Rucksack vergraben ist, fängt es schon an, schwierig zu werden. Also dann ist das wirklich so ein sehr leises Geräusch oder kann auch schnell einfach völlig, du hast ja auch damals gemessen, Sebastian, was der irgendwie an Dezibel, was waren das, 70, 75 oder sowas. Das ist jetzt keine super laute Alarmsirene, die da losgeht. Das ist recht überschaubar. Und sie haben dieses Ton, wie soll man sagen, das Tonspiel noch mal etwas angepasst und haben versucht, wir nehmen die lauteren Töne oder die am besten hörbaren Töne. Aber ich glaube, in der Praxis, ich meine, lauter ist er dadurch auch nicht geworden, sondern die Tonfolge ist halt ein bisschen, kann man sagen, vielleicht ein bisschen auffälliger, als sie ursprünglich war. Also das sind halt alles problematische Sachen und auch diese Warnung auf dem Gerät kommt ja dann eben erst zum Beispiel am, die erscheint, also wenn dieser fremde AirTag mit dir sich fortbewegt, dann erscheint ja diese Warnung erst am Ende des Tages oder wenn du einen von den häufig besuchten Orten benutzt, was zum Beispiel das eigene Zuhause ist, also die Orte, die das iPhone als häufig besucht klassifiziert hat, das ist natürlich alles Voraussetzung, dass du diese Funktion aktiv hast auf deinem iPhone und nicht abgedreht hast. Und dann ist es auch so, dass du nach Hause kommst und dann sagt dein AirTag, hey, du wirst übrigens getrackt, was natürlich extrem perfide ist, weil du bis nach Hause halt getrackt wurdest. Also das ist sehr ungünstig und sie hatten damals auch angekündigt und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das umgesetzt wurde, dass die AirTags theoretisch auch der Algorithmus angepasst werden soll, dass die eigentlich früher waren, zumindest ein iPhone-Besitzer mit einem aktuellen Betriebssystem. Aber davon habe ich noch nicht viel gesehen oder gemerkt. Also ich glaube, das ist die letzte Sache, an der sie noch nicht geschraubt haben, weil die anderen Sachen haben sie gemacht. Sie hatten ja auch jetzt in einem der letzten Firmware-Updates, dass die AirTags halt auf sich aufmerksam machen, wenn sie piepsen. Das heißt, wenn du das Piepsen nicht hörst, solltest du trotzdem eben diese Warnmeldung bekommen, hey, da ist ein AirTag in deiner Umgebung, der nicht dir gehört. Ich wundere mich ehrlich gesagt, dass wir nicht die Bestrebung gesehen haben, dass wir ähnlich wie diese Bluetooth-Kontakt-Tracing-Schnittstelle, die Apple und Google ja am Anfang der Corona-Pandemie relativ schnell aus dem Boden gestampft haben, dass wir nicht was Ähnliches gesehen haben, was eigentlich darauf abzielt, zu verhindern, dass fremde Bluetooth-Tracker in deiner Umgebung sind, weil die Geräte erfassen ja, was da an sie gefunkt wird, an Bluetooth-Signalen oder Informationen und könnten damit auch die Benutzer plattformübergreifend darauf aufmerksam machen, hey, da ist ein dauerhaft über einen längeren Zeitraum ein Gerät in deiner Umgebung, was halt andauernd Kontakt aufnimmt oder Informationen sendet. Kontakt aufnimmt ist, glaube ich, falsche Beschreibung. Informationen sendet. Und die Warnung ist schon eine wichtige Warnung. Weil wenn wir jetzt überall kleine Sachen haben, ist es nicht gut, die tracken können. Das geht ja im Prinzip ein bisschen wie in Richtung Corona-Warn-App, ne? Also wo ja auch geguckt wird, welche Geräte sind hier in Kontakt oder auch länger in Kontakt. Also da wird sich sicher noch was tun zwischen Google und Apple auch. Andererseits, wenn sie es nie ganz verhindern können. Also das ist so wie mit dem Küchenmesser. Also das kann man auch niemand ganz verbieten und es wird trotzdem halt dann für Gewalttaten missbraucht. Und so wird auch immer jemand mit krimineller Energie dann da was modifizieren. Also das fängt an, eben den Lautsprecher zu deaktivieren. Das ist noch relativ simpel, aber es gibt dann, Holger, du hattest doch da jetzt einen interessanten Artikel mit in Arbeit, dass man sich da noch wirklich in das Wo-Ist-Netz mehr oder weniger. Genau, ich hatte da einen Artikel von einem Autoren betreut. Es gab von der, ich glaube, von der TU Darmstadt ein Open-Source-Projekt, das heißt Open Haystack. Und das zielt darauf ab, dass man eben auch im Eigenbau mit einem Mikrocontroller einen eigenen Bluetooth-Tracker bauen kann. Und darüber den auch ins Voice-Netzwerk einklinken kann. Und je nachdem, welche Erweiterungen oder Projekte man da noch drauf spielt, kann man eben auch im Sinne des Diebstahlschutzes vor allen Dingen ist es gedacht, diese Stalking-Meldung aushebeln. Und das machen die zum Beispiel, indem die diesen Zyklus, in dem der öffentliche Schlüssel geändert wird, dass der eben verändert wird. Und wer dann eben so einen Tracker benutzt, dieser Tracker, der verhält sich dann wie 1000 andere AirTags und wird dann von anderen iPhones oder iOS-Geräten nicht als einzelner Tracker erkannt. Das ist natürlich super für einen Anti-Diebstahlschutz, weil du hast keinen Lautsprecher in dem Sinne, der dann piepst. Aber natürlich öffnet das wieder Toren für Stalking.
solange Apple da nichts unternimmt in der Hinsicht. Was offensichtlich ja schwierig zu sein scheint, weil sie das ihr Wo-Ist-Netzwerk nicht wirklich darauf ausgelegt haben, halt spezifisch die Clients, die sich über dieses Netzwerk kommunizieren, halt nochmal zu auto, also der Client müsste sich eigentlich autorisieren und sagen, hey, ich bin ein AirTag, ich darf über dieses Netzwerk kommunizieren oder ich bin ein zertifiziertes Drittprodukt eines anderen Herstellers, ich darf über dieses Netzwerk kommunizieren, und das ist einfach nicht der Fall. Und ich weiß nicht genau, ob sie da nachsteuern können oder so, wie sie es konzipiert haben, da problematisch ist. Aber vielleicht sehen sie es auch noch nicht als groß genuges Problem, dass sich da ein Dritter praktisch einhängen kann in die Geschichte. Aber das ist natürlich relativ faszinierend zu beobachten, was es da für Experimente und Versuche auch gab, weil du kannst ja auch das zur Datenübertragung benutzen. Das war ja ein irres Konzept zu sagen, du nimmst dieses kleine Gerät und es liest halt Daten ein, und sobald es halt wieder Funkverbindung hat, kann es dann über dieses Wo-Ist-Netzwerk, also in einem Gerät, was einfach vorbeiläuft, ein iPhone, was dann vorbeiläuft, und dann, wenn das iPhone wieder ein Funknetzwerk hat, außerhalb dieses abgeschotteten Raums, überträgt es praktisch die Informationen nach draußen, und so plötzlich hast du einen Sensor in einem Objekt, was halt funkabgeschottet ist, in einem Funkloch ist oder wie auch immer, von einem normalen Netzen getrennt ist, halt Informationen nach außen übertragen kann. Extrem faszinierende Geschichte eigentlich. Also ja, aber ich denke, ich weiß nicht, wie seht ihr denn das, glaubt ihr, also wie sinnvoll sind AirTags wirklich per se unter diesen ganzen Anti-Stalking-Aspekten, wie sinnvoll lassen die sich zum Diebstahlschutz, also ich meine, überhaupt noch einsetzen? Also Holger und ich haben ja anscheinend beide noch an unseren Fahrrädern AirTags dran. Also das Problem ist ja dadurch, dass wenn ein Dieb das Fahrrad klaut, dass er dann, wie wenn er gestalkt wird, die Warnmeldungen kriegt. Mhm. Also das ist ja das Grundproblem. Deswegen hofft ja jemand, der eben ein AirTag am Fahrrad hat, dass es eben möglichst keinen Stalking-Schutz gibt, weil eben das den Dieb warnen würde. Vielleicht muss man es einerseits ein bisschen begreifen wie eine zu leise Alarmanlage. Das heißt, wenn da erstmal was zu piepsen anfängt, vielleicht denkt der, bevor ich jetzt hier rumsuche, wo ist hier ein AirTag dran? Ich lasse das Ding einfach mal stehen und liegen und klaue eben nicht das Fahrrad. Dann muss man natürlich noch gucken, dass man es möglichst gut versteckt, so ein AirTag, dass man es auch nicht gleich findet. Gut, wenn jetzt das eben piepst, dann hört man es vielleicht noch. Aber es gibt auch Zubehörprodukte, wie zum Beispiel eine Klingel, in dem es versteckt wird, im Rücklicht oder sowas. Und wenn das dann noch mit Spezialwerkzeug angebracht ist, dass man das nicht gleich mit jedem gewöhnlichen Schraubenzieher öffnen kann, dann ist es natürlich auch schon mal wieder ein bisschen ein Hindernis, dass es jemand sofort klaut. Also dann macht man das vielleicht an einem abgelegenen Ort, aber nicht dann mitten in der Stadt, wo da jeder vielleicht aufmerksam wird. Also insofern ist es als Diebstahlschutz ein AirTag schon noch brauchbar. Allerdings wäre es schöner natürlich für diese Einsatzzwecke, wenn das irgendwie mit dem Stalking-Schutz noch besser vereinbart wäre. Ich meine, es könnte zum Beispiel Zubehörprodukte geben, wie jetzt ein Sattel oder sowas, in dem diese Funktionalität fest integriert ist. Und dann, du kannst jetzt nicht jemand deinen Sattel in die Jackentasche schmuggeln, weil es einfach zu groß ist, und damit Stalking betreiben. Also Apple könnte auch Produkte zertifizieren, oder andererseits Zubehörhersteller müssten Produkte herstellen, die eben dann so groß sind, dass sie jetzt auch dann ohne großes Piepsen und sowas auskommen dürfen. Mich wundert es ja so ein bisschen, dass Google oder Samsung nicht die Gelegenheit ergriffen haben, einfach von sich aus auf die AirTags, die dann einem folgen, hinzuweisen, nach dem Motto, da kann man endlich mal vor einem Apple-Gerät legal warnen. Wobei es mir auch schon nur einmal passiert ist, dass mich mein iPhone von meinem eigenen AirTag gewarnt hat. Also es funktioniert auch nicht immer perfekt.
Ja, das war ja auch ein Problem, als die AirPods ursprünglich in das Wo-Ist-Netzwerk eingebunden wurden, dass dann Leute halt auch diese wirklich ja furchterregenden Tracking-Warnungen bekommen haben. Und da hieß es ja am Anfang noch, ein unbekanntes Objekt folgt dir und Achtung, Achtung. Und dann waren es halt unter Umständen die AirPods vom Partner oder sowas, die halt im Auto liegen gelassen wurden. Also so wirklich albern. Oder halt sogar schlimmstenfalls die eigenen AirPods, die einen dann getrackt haben. Was natürlich trotzdem diese Furcht dann auslöst. Weil wenn du diese Warnmeldung bekommst und die zeigt dir ja auch auf der Karte, wo du ungefähr oder wo der Standort halt erfasst wurde und mitunter sieht man halt einen sehr genauen Verlauf. Also das ist schon relativ unangenehm, diese Meldung zu erhalten. Insofern, da hat Apple auch nochmal gedreht, glaube ich. Ich weiß nicht, wie häufig. Also dieser einzelne, so den du gerade beschrieben hast, Holger, den kannst du ja immer noch beobachten. Ich hatte den nämlich auch immer mal wieder, dieser Hinweis auf die eigenen Geräte, wenn die noch nicht ganz verstanden haben, ich bin eigentlich bei meinem eigenen iPhone, bei meinem persönlichen iPhone schon verbunden. Dauert manchmal ein bisschen. Ganz aktuell haben wir die News, dass ein AirTag zur Verfolgung eingesetzt wurde, allerdings nicht jetzt ja als Stalking-Geschichte, sondern eben zu Fahndungszwecken. Drogenfahnder in den USA, die hatten ein Paket abgefangen, da war eine Pillenpresse drin und haben dann einfach mal einen AirTag daran befestigt, um dann den Weg des Pakets in den USA zum Empfänger weiterzuverfolgen. Das hat auch wohl geklappt. Also man liest davon, dass am Ende es da wohl auch eine Anklage gegeben hat. Aber was denkt ihr, wie sieht Apple wohl diese Zweckentfremdung? Also mit Stalking ist klar, das ist nicht in ihrem Interesse. Das ist natürlich auch imageschädlich, aber ist diese Geschichte, dass jetzt da Ermittlungsbehörden mitarbeiten, gibt das der ganzen Sache einen positiven Anstrich oder sieht man in Cupertino das auch eher so als mögliches Problem an? Also ich glaube, wenn sie sich äußern würden, was sie ja nicht getan haben, soweit ich weiß, dann würden sie natürlich darauf hinweisen, auf den eigentlichen Zweck, nämlich dass man Verlorenes wiederfindet und sie dafür eigentlich nicht gemacht sind. Andererseits, also ich glaube, insgeheim werden sie sich schon freuen, denn es sind natürlich Meldungen, die so ein bisschen aufzeigen, wozu das Wo-Ist-Netz und diese AirTags fähig sind und wie gut das eigentlich funktioniert. Denn das Raffinierte im Vergleich zu gewöhnlichen GPS-Trackern ist halt, dass die Akkulaufzeit ewig reicht, das hatten wir schon, weil sie auch keine eigene Datenverbindung, abgesehen jetzt eben von der Bluetooth-Kennung oder sowas, brauchen und dass der Standort trotzdem immer gut übermittelt wird und brauchen auch eben keine SIM-Karte und es funktioniert. Also insgeheim freuen sie sich bestimmt. Dann würde ich mal fließend in eine kleine Abschlussrunde übergehen zu diesem Thema. 2 Jahre ist es jetzt her, dass die AirTags rausgekommen sind. Das ist die erste Version, die wir immer noch in den Händen halten. Wie geht das denn wohl weiter? Also auch da sind wir ja wieder im spekulativen Bereich. Apple hat sich da nicht zu geäußert, aber wie seht ihr das? Was könnte man damit noch anstellen? Was sollte eine neue Version können, wenn es denn eine gibt? Und was sind da also eure Wünsche? Fangen wir mal mit Holger an. Ich würde mir wünschen, dass es direkt eine Öse für den Schlüsselanhänger im AirTag gibt im Gehäuse. Ansonsten bin ich damit eigentlich zufrieden. Ich denke mal, dass Apple konsequent, wie sie schon bei den AirPods Pro gemacht haben, auch diesen UWB-Chip in anderen Geräten, wo es sich ergibt, einsetzen wird. Also möglicherweise in der ganzen AirPod-Reihe, dass man die eben auch ähnlich wie AirTags leichter orten kann, leichter wiederfinden kann. Und in der verdammten Fernbedienung. Verdammte Fernbedienung, die niemand mehr wiederfindet. Oder kannst du dir eine Hülle für besorgen? Ja, was aber schon absurd ist, ja. Da wäre das noch ein super Use Case, aber ich glaube, das ist für Apple zu nischig. Wer weiß. Aber an sich bei den AirTags, also noch kleiner, wird dann wieder schwierig mit der Batterie oder auch nicht, oder mit der Laufzeit, könnte ich mir vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie einfach noch eine Weile so im Sortiment bleiben, weil eigentlich das, was sie sollen, tun sie gut. Natürlich wird es immer diese Diskussion um Stalking geben. Jetzt ist sie gerade wieder ein bisschen abgeebbt. Mal schauen. Sebastian, was hättest du gern? Was wünschst du dir von AirTags 2? Also einmal gehe ich da mit Holger mit. Ich glaube, die werden erstmal so bleiben. Da hat Apple mit der ersten Generation schon großen Wurf gelandet. Die sind auch im Vergleich zur Knopfzelle, die da drin ist, recht
klein. Wenn man sich mal andere Produkte, die auch mit WoIS kompatibel sind, die sind deutlich dicker und deutlich größer, haben vielleicht dann die Öse, aber sind eben dann größer. Also das hat Apple schon ganz schön auf kleinen Raum gebracht. Ich will nicht ausschließen, dass sie eine Farbversion bringen, so wie sie manchmal auf LSD-Trips sind mit ihren auf Farbtrip, wollte ich sagen, wenn man ihre HomePod Minis anschaut oder auch iPhones oder iMacs. Also es sind jetzt dann keine Kunststoffprodukte, aber wer weiß, vielleicht kommt ja noch Farbe. Gut, dann wird natürlich ein neuer Chip, ob das jetzt Bluetooth oder der U1 ist, der wird vielleicht dann noch ein bisschen mehr Reichweite haben. Sie werden wahrscheinlich die Kritikpunkte wie das Batteriefach, dass sich das für Kinder zu leicht öffnen lässt, oder die Lautstärke da noch ein bisschen verbessern. Aber im Prinzip werden das Kleinigkeiten sein. Ansonsten dann wird es natürlich noch Softwareverbesserungen geben. Aber ich finde die Produkte so, wie sie sind, finde ich die schon sehr gut. Ja, also ich würde mir, habe auch wenig Verbesserungswünsche persönlich, muss ich sagen. Es ist also klar, ich meine, die direkt an Schlüsselbund zu hängen, fände ich auch praktisch. Auch andere Formate, so dieses Scheckkartenformat, was glaube ich auch von Chipolo oder irgendeinem anderen Hersteller gibt fürs Portemonnaie, ist natürlich eine praktische Geschichte, weil die AirTags sind doch dann etwas dick, wenn man die je nachdem, was man, ich meine, manche Leute haben auch sehr dicke Portemonnaies, dann ist vielleicht auch egal, den dann noch rein zu quetschen, aber so ein ganz dünnes Format ist natürlich auch nett. Ja. Ist dann wieder ein Einwegprodukt, ist, ne, von Teil. Also da kriegst du halt Teil keine Batterie auch. Ja, das ist halt das Problem. Und das ist der zweite Punkt, den ich mir eigentlich auch doch wünschen würde. Ich würde mir tatsächlich einen AirTag mit einem klassischen Akku, mit einem fest integrierten Akku zum Aufladen wünschen. Weil offensichtlich bin ich ja nicht in der Lage, diese Knopfzellen, nicht in der Lage oder nicht gewillt, diese Knopfzellen zu wechseln. Und ich glaube, wenn ich die einfach mal auf irgendeine, die müsste man dann ja auch, keine Ahnung, aufs Apple Watch Ladeteil legen oder sowas. Irgendwas Induktives, ja, ohne Anschluss natürlich. Aber ja, ich meine, ich glaube, also der herausnehmbare Akku, der ja für Apple, der Batterie in dem Fall, sagen wir es mal so, für Apple ja sehr ungewöhnlich ist, ist ja auch natürlich auch ein Anti-Stalking-Funktion letztlich, weil du halt einen AirTag sofort außer Gefecht setzen kannst, wenn du es findest und es nicht dir selbst gehört. Und wenn jetzt natürlich die Batterie drin ist, wird es schon komplexer, weil was machst du dann? Musst du halt irgendwie zerstören oder machst du dann vielleicht sowieso, wenn du ein fremdes AirTag findest. Aber die herausnehmbare Batterie hat natürlich schon mehrere Funktionen, glaube ich, die sie bewusst gewählt haben. Und ja, trotzdem, also ich fände es angenehm, die einfach aufladen zu können. Malte, was sind deine AirTag-Wünsche, brennenden AirTag-Wünsche? Ich sehe das so ein bisschen wie ihr. Also ich glaube, dass die AirTags sich in einer Art und Weise weiterentwickeln, wie wir es jetzt zuletzt bei den AirPods Pro gesehen haben, die ja jetzt auch nicht fundamental verändert wurden, wo man aber einige Punkte und auch ja, gern gesehene Funktion der ersten Generation aufgegriffen und verbessert hat. Und da kann ich eigentlich nur unterschreiben, was ihr gesagt habt. Also einerseits der Schutz eben des Batteriefachs, vielleicht ja tatsächlich die Möglichkeit, eben auch wiederaufladbare Batterien da reinzumachen oder geeignet, dass Apple vielleicht irgendwie selber eine geeignete Lösung dafür findet und das dann kabellos aufladen zu können. Ich meine, sie sind ja immerhin noch dabei, auch bei ihren Bemühungen in Sachen Klimaschutz und Umweltschutz da was zu machen. Batterien passen da eigentlich ja nicht so schön ins Bild, sind aber pragmatisch die beste Entscheidung gewesen bei der ersten Generation. Also ich kann mir vorstellen, dass das so in diese Richtung irgendwie geht. Vielleicht haben sie auch noch eine pfiffige Idee in Sachen Stalking, dass sie da auch irgendwie sich noch was überlegt haben jetzt in den letzten Jahren, wie man vielleicht damit umgehen kann, was man nur hardware-seitig implementieren kann, dass wir irgendwas in der Richtung sehen. Und meine Zeitprognose ist ja, wenn bei Leo die ersten Batterien alle sind, dann kommt die zweite Generation. Ja, dann müssen sie wahrscheinlich bald kommen, weil ich befürchte jetzt jeden Tag, dass die einfach mal sich aus der WoIS-App verabschieden und nie mehr gefunden werden. Naja, also das Thema Batterien bringt uns aber auch gleich schon zu unserer Frage, die immer am Ende der Sendung steht und in diesem Fall heute sogar Fragen, Plural. Ihr könnt gerne Zuschriften und Fragen uns schicken an podcast@macandi.de jederzeit. Wir nehmen da auch gerne Kritik und Feedback entgegen und eben auch Fragen. Und wir haben heute zwei Fragen nochmal speziell halt um die Batterie der AirTags. Und die eine Frage ist und auch eine klassische Frage ist, wo sehe ich überhaupt schnell, wie voll diese Batterie noch ist in meinen AirTags? Sebastian. Das ist...
Das sieht man seit iOS 15.6 leider gar nicht mehr. Vorher gab es immer noch so ein bisschen eine ungefähre Angabe, wie voll der Akku ist, die Knopfzelle ist. Ich schätze mal, dass es je nach Marke oder so nicht unbedingt zu zuverlässigen Angaben geführt hat. Und jetzt gibt es nur noch die Meldung, wenn eben die Batterie schwach wird, dass man, dann gibt das iPhone oder auch die Whoist-App die Meldung aus, ja, bitte Batterie wechseln. Und dann erscheint auch das kleine Icon ja wieder, was früher immer da war. Das erscheint ja in dem Fall dann wieder in der Whoist-App auch bei den einzelnen Schlüsseln mit dem roten Akkusymbol. Das ist ja dann plötzlich, taucht es dann doch wieder auf. Ich finde es natürlich auch schade, dass sie es rausgenommen haben, aber offensichtlich war das so unzuverlässig. Also ich meine, auch diese Akkuanzeige ist, wie gesagt, bei mir sind die seit Monaten in Rot und funken halt immer noch vor sich hin. Ja, aber Batterien sind ja sowieso so ein erstaunlich heikles Thema, was die AirTags angeht. Also jede CR20, 32 sind ja gängige Knopfzellen, aber so einfach jede funktioniert dann auch nicht so ideal. Ja, anscheinend funktionieren welche, die Bitterstoffe haben, nicht. Also das ist ja so ein Schutz, wenn Kinder so eine Knopfzelle in den Mund nehmen, dass sie es wieder ausspucken, weil sie nicht gut schmeckt. Und sie sehen natürlich erstmal aus wie irgendwie so kleine Kaubonbons. Und diese Beschichtung, die kann aber genau da positioniert sein, wo die Kontakte im AirTag eben für die Energieabnahme sind. Und deswegen kann es sein, dass solche Batterien nicht funktionieren. Also besser dann im Laden, wenn man sieht, die wird beworben mit hat Bitterstoffe oder schmeckt nicht oder ich weiß nicht, was da dann draufsteht, dass man dann besser eine andere nimmt, die das nicht hat. Ja, die haben, glaube ich, so spezielles, um diese Beschichtung abzuschmürgeln oder abzukratzen. Aber das ist, muss man vorsichtig machen. Ja, ich glaube, die haben eine spezielle, da ist ein spezielles Symbol mit einem Kleinkind auf der Verpackung, sollte da mit drauf. Ich weiß nicht, weiß aus dem Kopf auch nicht, wie das Symbol aussieht, aber da müsste eine spezifische Markierung auch drauf sein. An Eltern von Kleinkindern kann man natürlich wirklich nur die große Warnung richten, gerade wenn man bei den AirTags die Knopfzelle selbst gewechselt hat, sehr gut darauf zu achten, dass man den AirTag wieder richtig zumacht, weil im Unterschied zu vielen anderen Sensoren, die auf diese kleinen Knopfzellen bauen und die man oft mit so einem Schraubverschluss, manchmal muss man auch wirklich aufschrauben und zuschrauben, ist es bei den AirTags so, dass man die leicht zu schlecht verschließt und dann ist halt die Gefahr da, dass eben das Kind, das damit spielt, an diese Knopfzelle kommt und das ist halt wirklich ein Desaster, wenn die verschluckt wird. Also deshalb, da würde ich sehr, sehr ein Auge drauf haben und die AirTags am besten auch wirklich außer Reichweite behalten, weil ja, es ist eine dämliche Gefahr, die man sich wirklich sparen kann, glaube ich, unterm Strich. Oder einen guten Anhänger dann, den man auch nicht so leicht aufkriegt. Da gibt es auch welche. Oder irgendwo ans Fahrrad schrauben, dass es gleich aus dem Weg ist. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt anfangen, gleich Ostern zu feiern und ihr und sie da draußen vielleicht auch, erstmal noch unser kleiner Wetten-das-Moment, der immer sein muss in jeder Folge des Mac and I-Podcasts. Und das ist bei uns nicht der neue Film, das neue Album, das neue Buch. Das ist immer das neue Heft. Da geht es nämlich auch um AirTags. Wer kann da vielleicht kurz was zu sagen? Ja, also wie vorhin schon erwähnt, also da haben wir einen Artikel drin, wie eben die so selbstgebaute Tracker im Whoist-Netzwerk arbeiten, was die dort können, was die echten AirTags voraus haben. Und überhaupt erklärt der Artikel auch grundlegend, wie AirTags arbeiten, wie sie überhaupt geortet werden können und wie es sein kann, dass man, also wie die auch die Privatsphäre dabei waren. Ein schöner Artikel. Genau. Heftnummer ist das? 2, 2023. Genau, im gut sortierten Fachhandel und natürlich gibt es das Ganze wahrscheinlich auch bei Heise Plus online. Ja, Mac and I Podcast, nächste Folge gibt's dann am 21. April. Bis dahin gerne Feedback an uns per Mail, als YouTube-Kommentar. Wir freuen uns auch über Likes und natürlich Abos bei YouTube. Gerne auch bei Apple Podcasts, dort gibt es ja auch eine Kommentarsektion. Ja, und dann bleibt nur zu sagen, frohe Ostern, bis dann. Tschüss. Ja, tschüss, schöne Ostern.